Ja, hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Morders Schatten. Und unser nächster Ziel oder Zielpunkt habe ich schon markiert, natürlich sind wir auch schon letztens hergeritten mit diesem Karagor. Und es scheint wirklich so zu sein, dass man das jetzt hier, dass man eine riesen Armee aufbauen kann. Aber das will ich jetzt erstmal nicht machen. Ich will erstmal jetzt hier zu den Story-Fortsetzungen. Mal gucken, was jetzt hier so abgeht. Wir haben jetzt ja irgendwie das Schießpulver geholt. Das dunkle Monument. Zerstöre das Gurta und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Okay. Bin ich mal gespannt. Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du? Er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Mhm. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Mhm. Ich hätte erstmal gerne das Schießpulver gesehen und... Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Aha, okay. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grockkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Na klar, ich komme. Okay. Ich hab Angst. Ja, du, weißt du, wegen dem Vieh sollte ich jetzt hier... Die Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Okay. Das war so ein großes Vieh, das macht nur von so... Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Sichere das Gebiet und reiche den Krokhorn, aber wir hängen. Wie haben sich die Menschen so weit verbreitet? Sie haben uns kaum etwas entgegenzusetzen. Ich frage mich gerade, was ich jetzt machen soll. Hab gehört, der Norm sei eine Horde wilder Ghule unterwegs. Also werden wir uns dem Häuptling dort anschließen. Sehr gut. Achso, ich soll die Neune töten. Das muss mir doch nochmal sagen hier. Ich weiß das da alles auch nicht. Der Karren, der Funke unserer Rebellion. Geht los. Bin froh, dass wir den Hauptmann los sind. So ein nutzloser Haufen Schrott. Wie der Kopf so nach unten fällt. Das ist echt fett. Ich denke mal, die am Feuer sind, werde ich mit dem Feuer töten. Hier geschieht ja überhaupt nichts. Komm schon, jetzt. Also jetzt kannst du eigentlich schön Stealth hier hin und her switchen. Das finde ich echt gut gemacht. Wer ist eigentlich noch dort? Wir hätten jetzt eigentlich auch den Dings rauslassen können. Jetzt sind hier wieder zu wenig, oder? Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich hasse jeden einzelnen von euch Maden. Da bist du nicht der Einzige. Oh, wir schießen jetzt einfach drauf. Ah, okay. Nur der lebt noch. Achso, da ist der Kunde mit dem Schild.
war das? Na komm. Wieso geht das nie? Das können wir. Wir könnten jetzt auch das Vieh rauslassen, aber das ist, stört uns doch bestimmt nachher. Wo ist ein anderer Typ? Da. War wohl nur der Wind. Ja. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Das Feuer explodiert. Das war bestimmt bloß der Wind. Ist ja auch geil. Es war bestimmt bloß der Wind. Soll denn da sein? Das war gar nichts. Wenn ich in einen Kampf gehe, möchte ich immer einen guten Jäger bei mir haben. Es ist jedes Mal hochgegangen. Ich hab noch nie verloren. Sieht er mich? Ich kann hier immer noch nicht angreifen, aber warum würde ich mir halt mal gerne. Würde ich halt mal gerne wissen. Zack. 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 Muss abgehauen sein. No? Hast du mich ja gar nicht gesehen, wie ich jetzt hier rübergelaufen bin. Und geht das nie? Müsst ihr mal, ich guck mal schnell rein. Ich will das hier oben wissen. Verbesserung. Schulterstoß? Ne, hier ein tödlicher Variante des Schattenangriffs. Erworben. Fernkampf-Todesstoß? Schattenangriff. Setze zwei Ellbogengeschosse ein, um dich zu einem anvisierten Feind zu teleportieren. Ah, also habe ich vielleicht doch keine Bogen mehr. Ah, da oben hängt aber ein Bogen. Würde ich jetzt mal stark schätzen. Im Wind gerade seltsame Laute das kann auch nicht sein. Für den Fall, dass sich der Waldläufer hier herumtritt. Los hoch. Es sieht auf jeden Fall auf der Minimap so aus, dass hier oben irgendwie. Ah, hier ist er da. Und jetzt würde ich noch gerne wissen. Da, Tara. Weiter rum. So. Ah, der ist jetzt mit vorgekommen. Siehst du den Karator? Ich werde an ihm das kämpfen. Ja, dann los. Wenn du noch ein bisschen da stehen bleibst. Nein. Ah, gut. Und im Hintergrund steht schon unser netter Freund. Hier fehlt einer, einer. Einer fehlt noch. Das ist der, der hier hinten rumrennt. Hoch. Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten aller Uruk vor Grauen aus dem Kampf fliehen. Nein, hier lang. Hier lang. Na, also. Vielleicht da jemand umher? So. So, wo bist du? Hier vorne. Aber sonst war ich ganz. Der Weg ist frei, Männer! Gute Arbeit, Talion. Guten Jutze, ja. Müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Okay, jetzt müssen wir bestimmt. Okay, wir laufen erstmal. Mit. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Ich dachte, wir müssen. Lass uns gehen. Dafür müssen aufpassen, dass der Wagen okay ist. Der will mich doch schon wieder verarschen, der Kerl. Wer liegt denn hier vorne rum? Okay, es lebt nicht mehr. Hä? Wer liegt denn hier rum? Warte, es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule. Sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Na, pff, die Dinger. Das ist ja da. Das ist der Pipifax. Hä? Nu? Ich dachte, ich will mich nicht verarschen. Das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst.
Verwüstet das Lager und bahne den Krogwagen einen Weg. Okay, mach ich. Was war das? Du hast nichts gesehen. Nein, nicht runterspringen, nicht runterspringen. So. Jetzt haben wir erstmal die wichtigsten getötet, wie ich finde. Ellbogenschützen haben wir auch wieder aufgenommen. Wo sind denn hier alle? Ah, hier. Na, geh da hoch. Jagdherausforderung, töte 3 Spinnen. Hä? Hier waren 3 Spinnen? Töte 5 geflügelte Untiere. Also irgendwie. Kann man noch höher? Alter, nein! So, geh hoch. Geh hoch. Geh wieder runter, genau. Jetzt geh mal bitte hier hoch. Das ist sehr gut, das geht auch. Man muss ja mal wollen. So. Jetzt frage ich mich aber, was ist das hier vorne, ne? Oh! Arschloch! So. Gehen wir wieder zu Hirgon. Feige Sau. Können wir Gesundheit erneuern. Ein bisschen hat gefehlt, habt ihr das gesehen? Ich komme schon. Ich bin ein bisschen schneller. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Ich Uni. Willst du eigentlich schon dahin? Oh, das schleicht. Waldläufer, bleib hier. Okay, ich bleibe hier. Ich bin überhaupt nicht safe. Gule umschwärmen Durtan. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke stürmen. Hä, ich dachte, ich soll hier bleiben. Er wartet jetzt auf mich? Ja, der wartet auf mich. Okay. Also sie schieben jetzt das Teil hier unter die Brücke durch. Schade, dass man die auch nicht sieht. Das wäre halt cool gewesen. Still, ihr Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Ah, hier, Alter, hier ist aber viel los. Oh, oh. Okay, weiter. Hirgon. Jetzt rennt er wieder. Schnell, schnell. Der sieht uns ja da oben, der da oben. Die Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Sie greifen uns. Wo denn? Lass mich verarschen. Hier ist noch irgendwo einer. Hä? Oh! Alter, hier steht ja einer. Nein, lasst Hirgon in Ruhe. Hirgon ist. Der weiß, wo das Schießpulver ist. Wie viel kommt. Hier kommen aber ein bisschen mehr. Oh. Hier kommt noch einer. Ah. Ah. So, Hirgon, wo geht's hin? Oh, Hirgon geht hoch. Talion geht auch hoch. Hirgon rennt schon oder und sprintet schon oder davon. Ja, ja, ich komm doch. Was ist denn los wieder? Oh. Oh, jawohl, Hirgon. Meine Männer beschützen den Karren. Oh. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Sichere das Gebiet. Aha. Hä?
Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Das ist doch jeder Vorposten, oder? Jeder Vorposten ist der größte. Es ist hier unten still. Irgendetwas ist hier faul. Hey, die sind alle tot hier. Okay. Hörgon? Hörgon, die sind alle tot. Schau mal, dieses... Oh. Oh, jetzt hänge ich hier an den kleinen Felsen hier, oder wie? Also willst du mich verarschen? Bleib hier! Tot? Hörgon! Karagor, ein Feind ersetzt den nächsten. Ach, der hat die alle getötet gehabt. Ah, verstehe. Alter, wo soll das Vieh hin? Zu dem Ding willst du? Du bist ja nicht ganz dicht. Warte mal, halt, hier oben ist Heilung. Vor uns erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Sieh dich um. Bald wird das Monument fallen. Okay, gut. Sieh, Waldläufer. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Okay. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das 17 Monument Stück. Heran. Okay. Die Uruk schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Wahrscheinliche Ratten. Nein. Hier guckt nämlich gerade einer her. Ja. Hier gibt's eine große Marke. Frag mich, wie viele Sklaven man kann. Okay, gut, den hätten wir. Den ja. Haben wir nämlich schon mal zwei mit dem Schild. Dann würde ich gerne hier. Ah, hier hängt noch so ein Pfeil. Ich denke mal, die werden wir bestimmt jetzt auch noch öfter sie brauchen. Habe ich ein Glück, noch am Leben zu sein? Hab gesehen, wie der Geist des Waldläufers in Lorms Kopf explodiert. Hey, wo ist denn hier einer? Ach, hier oben. Zack. Das ist echt cool gemacht. Dann müsste einer. Genau. Nochmal das gleiche Spiel. Aber wir müssen irgendwo nochmal Pfeile sein. Hier liegt einer. Dann nehmen wir den mal mit. Vier Stück haben wir erst. Zack. Die wären jetzt doof. Da gehe ich mal kurz hier hoch. Hier ist einer. Letzte Woche hat ein riesiger Grauk einen unserer Außenposten angegriffen. Der Kommandant ist ihm auf den Rücken gesprungen und hat ihm die... Fähigkeitspunkt erhalten. So, noch einer. Oh nee, hä? Oh, jetzt kommen wir hier. Meine Dings kommen. So. So. Zack. Jetzt greifen die ja selber hier an. So, die brauchen auf jeden Fall meine Unterstützung. Ich habe auf einen Pfeil aufgehoben. Zack.
Nein, ich will den dahinter haben. Ja. Ah. Hä? Achso, das war schon der letzte. Wer gehört? Sturm zum Tor! Wie sie stürmen. Wie sie stürmen. Es ist ja. Ah. Oh. Ich höre was. Verteidige den Krokocher. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Oh, der brennt. Cool. Wie hat er das gemacht gehabt? Oh, das war knapp. Vorwärts, immer vorwärts. Ihr braucht die Uruks nicht zu fürchten. Zack. Komm schon. Oh, das war gut. Das war knapp. Hätte mir stand nicht einer. Zack, zack. Oh. Wie ist denn dies? Ach du Scheiße. Eliminiere die Schützen. Zack. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Nein. Alter, ich brauch solche. Dort. Hier. Aufheben. Sehr gut. Wieder runter hier. Das sah aber komisch aus. So, wo haben wir denn noch einen? Alter, wo sitzt denn der? Da hinten, gut. Ach, Auftrag fehlgeschlagen. Man müsste es auch natürlich mal lesen. Ach, ich glaube, das geht jetzt eigentlich relativ schnell. Man sollte ihn nämlich in den Kopf schießen. Und das haben wir natürlich gerade eben nicht gemacht. Wir sind nämlich einfach nur hingeswitcht und haben die einfach nur getötet. Das fand ich irgendwie cooler. Oh, verdreht die Kokro, oh Mann. Ich kümmere mich um die Uruks. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. So schnell. Wir sind nicht überall solche Pfeiler. Ey. Ey. Oh. Du müsst ja natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen. Da. So. So. Aber ich sehe schon, die sind wohl eher an der Krokkarre dran, ne? Krocknarre wollte ich gerade sagen. Ah, jetzt. Jetzt muss ich sie einfach nur im Kopf schießen. Einfach nur im Kopf schießen, ist auch nur so leicht gesagt. Hä? Was bedeutet denn R1? Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Gut. So, ist hier noch einer. Ey, das war nicht der. Das ist doch eindeutig der Kopf, Junge. Oh. Zwei, drei Schlüssel. Ah, jetzt. Gut. Nochmal ihn hier. Ey, das war wohl nicht der Kopf. Eliminiere die Schützen. Alter. Oh. Grund, die Krokkarre wurde zerstört. Tipp, verteidige den Wagen gegen die Fernangriffe von Uruks. Hab ich da. Aber was hat das mit R1 zu tun? Habe ich nicht so ganz verstanden. Gut, ich habe vielleicht ein bisschen lange gedrückt, aber das mit dem Boost oder mit dem Fokus, das geht irgendwie immer viel zu schnell runter. Ich kümmere mich um die Uruks. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Ist schon cool. Na, immer vorwärts.
Oh, Arschloch. Er musste jetzt einfach sterben, tut mir leid. Zack. Ah, der Karn ist ja schon zu gut wieder. Ah, die schießen drauf. Ich verstehe das. Schalten die Schützen mit aufgeladenen Schüssen aus. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Ja, aber wie schalten sich denn die Dinger aus? Da steht jetzt hier R1. Oh oh. Okay. Schiebe den Rockhorn. Ja, mach ich. Ich schiebe. Wie, was? 100 Fuß? Der Wasser oder was? Oh, links, ja, ganz gemütlich gestorben. Eliminiere die Schützen. Schützen. Alter, der ist so weit hinten. Wo ist der? Wo denn? Ah, da. So. Und der hier. Gut. Schiebe den Krokhorn. Alter, der ist fast kaputt, der Krokhorn. Ey, willst du mich denn verarschen? Gut. Ich sage hier erstmal Tschüss. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst euch gut genau rein. Tschüss.